Guck mal lieber mal bei YouTube ein bisschen rum, Freunde. Was ist ein cooles YouTube-Video, was wir uns geben können? Oh, geil, ich hab Bock. Wie es mit dem Ding weitergeht. Ich hab Bock, wie es mit dem, wie heißt der? Game Master. Game Master, oh. Auf 10 Meter Höhe, oder? Guck mal an. Das war ja schon gut. Ich bin gerade umgeschaltet, oder? Der Spielplatz da hinten ist auch so ein... Ja, Mann. Lego. Guck mal jetzt an jedem Ort ab, ob irgendwas ist hier im Schild. Der muss ja irgendwie beobachten. Ja, Mann. Guck alles an. Guck alles ab, jede Ecke. Steht hier überhaupt? Guck mal, nicht füttern. Enten nicht füttern? Ja. Ab hier baden verboten, ja. Ihr sagt zu uns, guck mal, wir machen viel Werbung, die haben ja in einem 11-Minute-Video 6-mal Werbung drin. Ah, die hin haben wir schon mitgenommen. Hier ist nix. Gar nicht. Leer aus. Schau mal Game so. Master. Schlimme ist, wer glaubt die Kacke? Spenden lesen wir gleich am Essen vor, Freunde. Sehe ich jetzt zu dieser See, das ist abgehakt. Genau. Da hinten ist noch das Klettergerüst. Sieht man das, das Kanal? Ja, da hinten ist das kleine Gerüst, was auch aufgezeichnet ist. Das ist eigentlich der letzte relevante Tipp. Ja. Wenn gar nichts ist, da war ich auch nicht, ne? Aber da gehen wir mal weiter nach da. Vielleicht bei der Rutsche oder so. Könnte auch was sein. Warte, der Gamer hat mir geschrieben. Oh. Der hat mir geschrieben. Nimm mal. Oh oh. Was guckst du denn hin? Was? Was denn? Guck mal. Oh. Dicke, der war hinter uns. Warte mal, warte mal. Was, Unge und Mont haben Beef? Der Raum drauf, ne? Ja. Nee. Das war ein Jung. Da war Schmuck geguckt haben. Das war hinter dem Baum. Hä? Das muss hier gewesen sein. Guck, hier, das wird von da gemacht, Mann. Was machen die da? Angeblich, das Beste. Hey, wo kann der abgehauen sein? In irgendeinem Auto oder so. Der muss doch irgendwo. Wo sind doch irgendwo gehockt in dem Zimmer? Wo soll der denn jetzt hin sein? Boah, das ist wieder. Dann ist einfach der Drucker losgegangen. Also, wir sind auf dem. Hat einer was ausgedruckt. Komm mal. Also, nächster Hinweis war das Klettergerüst, ne? Ja, komm, wir gehen zum Klettergerüst. Komm, wir gehen dahin. Hier ist das Klettergerüst, ne? Ja. Also, wenn das nicht ist, dann war ich auch nicht. Ist das so ähnlich wie das letzte Mal auf dem anderen Spielplatz, weißt du noch? Weißt du noch? Das hier weiß ist, Alter. Oh, ist nur Wolle. Ja, müssen wir hochklettern oder so. Kletter du schon mal hoch, ich guck mir ja alles an. Ja, ist das sicher? Weiß nicht. Sieht ein bisschen modrig aus, ne? Ich hab so Angst, dass Game Master kommt. Dann mach von der Mitte am besten. Wenn du es schaffst. Oder haben die das mal zugegeben, dass sie selbst an den Drang glauben? Dass es nur Spaß ist, oder was? Ja. Glaubt, ne? Krass. Okay. Freunde, weiß es einer? Ja. Spenden lesen wir gleich am Essen vor, Digga, es sind nur zwei. Guck mir alles an. Ja. Ja, mit Kamera ist ein bisschen schwer hochzukommen. Alter, voll ausgeleiert. Ja, vielleicht im Kokon. Was ist das für ein Mist? Hier, die Rutsche. Da passiert nichts. Sie meinen das echt. Niemals meinen die das echt. Guck mal. Hä, die Waffe ist angeflogen. Boah, da ist er. Scheiße. Also ich hätte jetzt schon einen 100er, dass wir das kriegen. Ja, sag ich auch. Komm her. Ah, ist er wieder gefallen? Ah. Scheiße. Scheiße. Schon wieder hingefallen, das Scheiße, Digga. Ja. Nee. Hä? Ist er weg, ach Mist. Willst du mich verarschen, Mann? Aber wie ist der da aufgefallen? Hä? Da war der doch eben. Der hat seine Maske verloren, vielleicht ist das an der Maske. Komm, wir gehen zur Maske. Ist da irgendwas? Mist. Mann, der läuft gerade ohne Maske, warum ist dir das klar? Hier ist gar nichts. Der läuft ohne Maske gerade. Ja. Scheiße, Mann, Leute. Hey, wo kam der jetzt auf einmal? Wir müssen hier weg, Leute. Ich kann meine Schuhe aufbringen, das war so eine Pfütze. Ja, der hat Koordinaten geschickt. Aber kein. Ja. Zack. Wo soll das jetzt sein? Müssen wir jetzt eingeben, ne? Leute, so schlecht. Wenn wir jetzt zu den Koordinaten gehen sollen. Findest du? Genau, und wenn wir den Ort wieder abchecken sollen. Scheint der nächste Hinweis zu sein. Nächster Hinweis, okay. Der hat uns hier komplett durchgenommen. Also alles, ich friere, alles nass, Schuhe nass, alles. Gebt einen Daumen hoch, wenn wir weiter dranbleiben sollen. Und wenn ihr Tipps habt, wie wir das hier optimieren können. Ja. Schreibt's in die Kommis und ich würde sagen, wir sehen uns mal nächstes. Das ist ein Video, ne? Das ist ohne einen Cut. Und es hat einfach 48.000 Likes. Wie geht es? Wie geht es? Wo ist denn das Beste, wo das mit dem Drucker war? Game Master.
Marvin wurde entführt. Alter, wie lange machen die das schon? Alter, die ziehen es im Game Master aber richtig durch. Game Master auf Kamera erwischt. Ja, können wir uns mal angucken, die YouTube-Kacke mit Monde und... Ich bin fertig. Ich habe gar nichts gemacht, ich weiß. Kurzes Update zu meiner neuen Wohnung, in der ich bald hausen werde. Ich freue mich so, Leute. Es hat sich hier einiges getan, wie ihr sehen könnt. Vorher sah so aus. Jetzt ein Haus? Jetzt ja. Ist hier Parkett. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist das Schlafzimmer einrichten, damit ich schon immer eine Nacht hier pennen kann. Genau. Erst Bett rein, so Stripstange und so. Das ist ein Klassiker. Yes. Hier geht es dann hoch zur Terrasse. Aber ich hätte mir bei dem Lampendesign ein bisschen mehr durch den Kopf gehen lassen. Denkst du? Ich dachte so, Industrial Design? Industrial Design. Hier kann man reinkommen. Oh! Tada! Dann kommen wir hier hoch. Wie macht er das? Da haben wir schöne Bilder. Hier hat man auch schöne Bilder. Hallo! Vielleicht ist das Haus nur Büro. Hier. Ich ziehe meine Schuhe hier aus, weil ich will diesen sauberen Boden ja nicht dreckig machen. Das war ich nicht. Machst du jetzt ein Aufzug-Unboxing oder was? Es gibt einen Aufzug, der einen in die Wohnung bringt. Nur mit dem Schlüssel natürlich. Ach, ein Aufzug in die Wohnung. Perfekt. Hier muss auf jeden Fall auch noch was Cooles kommen. Ich weiß nicht genau was. Vielleicht Klamotten aufhängen. Oder wieder Tisch. Der macht keine halbe Sache, der Bruder. Fertig hier. Hier bin ich dann so pennen, genau so. Wusstest du, dass es vorher hier so aussah? Wahrscheinlich wird das mein Schlafzimmer. Nee. Und jetzt sieht es so aus hier. Was ich richtig gut finde, sind deine ganzen Steckdosen. Es gibt nichts Schlimmeres als zu wenig Steckdosen. Hier. Sonnetien führt 1-0. Oh, Exotic, sein Tipp ist weg. Danke. Es gibt gar keine Heizung, das heißt Fußboden. Scheiße, Mann, die haben die Heizung mal hier vergessen. Hat er doch selbst sich gekauft, oder? Das ist das Badezimmer. Ja, jo, muss er, jo, das wird ja alles neu gemacht. Hier sah es vorher so aus. Und das ist das Badezimmer. Sehr gemütlich. Jetzt sieht es so aus. So sieht das Bad aus, die Fliesen sind schon ready. Genau, hier kommt die Toilette hin. Hier kommt eine geile Badewanne hin. Ich glaube, die ist so 60, 70 Quadratmetern. Krass, hast du nachgemessen oder messen? 2, 3. Sollte ungefähr 60 Quadratmeter sein. Ja, stimmt. Ja, korrekt. Und hast du irgendwas entdeckt? Ich zähle gerade die Sicherungen nach. Sind alle da? Super. Vielleicht hole ich mir. Sieht eine Ikone schön wär's. Etwas Lebendiges hier. Ein Roboter oder sowas. Ja. Ein Staubsaugerroboter. Ja, finde ich gut. Eine gute Idee. Ja. Schön. Haben wir das auch geklärt. Hier ist mal Toilette. Hier so eine Regenhütte. Was soll ich eingeben? Ab jetzt will ich halt das Meister einfach selber einrichten. Und das ist, glaube ich, das Coole. Ich nehme die Leute nämlich mit. Absolute Ehre, Bruder, ne? Nanu, wie gut ist es gemacht? Hä? Achso, Telefon, hier, Bruder. Nanu, was ist da jetzt los? Hallo? Mein lieber Freund, das war zu laut. Ah ja. Das ist einfach nur ätzend. Ah ja, korrekt. Danke, dass du mir erstmal gratulierst. Ist korrekt, das freut mich, hören. Verdiene dich nochmal ein, sagst du? Kleiner Kecko, Alter. Baba, danke. Dass du das wirklich nicht traust, Danke zu sagen. Dass du es dich wirklich traust, Danke zu sagen. Ekelhaftes Stück. Ja, gut, okay, alles klar. Junge, ist das ein fucking Ernst? Was für eine Arbeit ist es, alles so zu schneiden? Oh, rauszusuchen? Bist du komplett dumm, Junge? Die Lache. Die Lache ist so gut. Rolex Freu 88. DJ, hau noch mal den Aal an. Ich hab Bock auf gute Musik heute. Absolut gut, ne? Ich glaube, da gibt's schon das zweite. Ach, geht in die zweite Runde. Was bisher geschafft? Alter, was ist das für eine Scheißmusik hier? Das kann nicht sein! Ah ja, korrekt. Danke, dass du mir das erzählst. Das ist eine
Montana. Was geht? Ja, hallo? Digga, ich liebe diesen Song, ne? Ohne Scheiß. Oh. Oh, so leise. Ja. Ah, wie fängt jetzt der Song, Digga? Jetzt hier, kenn ihr nochmal, Digga. Mach's nicht nochmal, Junge. Mach's einfach nicht nochmal. Junge, was ist mit dir? Der Song ist geil, Alter. Was los? Oh, warte mal. Jetzt, wo du es sagst. Digga, der Song, Alter. Brrr, Digga. Ja, so. Haben wir auch mittlerweile verstanden! Nee, ist so, Digga. Ganz einfache Sache. So, und jetzt DJ. Mann, du machst mich so wütend. Du machst mich einfach so wütend, du Ekel. Boah, wie heißt das scheiß Kind? Das Jolmat Kid oder wie das heißt? Sei einfach vorsichtig, mein Lieber. Weil das, was du tust, ist Belästigung und das ist kein Scherz, das ist nicht lustig. Das, was du tust, ist kriminell. Ja? Und wenn du an die falsche Person gerätst. Jan Eswelt haut einen Euro raus. Schaut mal auf den Markt. Prime Moments Goals für 130 mal bieten. Ja, gut, dir geht's wieder mal nicht klappen. Danke für den Euro. Und Bruder Jakob und einen Euro raus. Benji tanzt. Bitte guckt euch das an. Wolltet ihr das letztes Mal schon machen? Benjis Tanz hatten wir aber, glaube ich, schon geguckt, oder? Ob und wie Menschen Gewalt anwenden, hängt stark von der Prägung im Elternhaus ab. Denn wenn man erlebt hat, dass die eigenen Eltern versuchen, Probleme mit Gewalt zu lösen, neigt man selbst auch eher dazu. Gewalt ist und kann aber nie eine Lösung sein. Hey, danke Max, alles cool, geht jetzt eh weiter. Ich bin kurz links muted. Bleib einfach entspannt. Hallo. Was ist dein Thema? Schreibt er mir bei WhatsApp oder ich schreibe ihm bei WhatsApp. Muss ich natürlich wieder einer einmischen. Also da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Du hast auf nichts Bock. Weil ich orange Haare habe. Hallo, ich bin Christian Sorbeke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei. Alle. Wir haben auch noch Paragraph 2. Beste Tanz. Wir müssen in die Weekend League, Freunde. FBI Open so. Alter, krass, 500.000 Aufrufe. Total übertrieben, Alter. Ihm droht eine mehrjährige Gefahr. Hat er verdient, Jungs.